Hallo, ich bin Tor Alexander und ich helfe Auswanderungswilligen, ihr Geld, ihr Finanzen in Sicherheit zu bringen und ins Zielland zu transferieren. Im letzten Video ging ich der Frage nach, was der Unterschied zwischen gutem und schlechtem Geld ist. Und heute möchte ich mal kurz skizzieren, was für mich gutes Geld ist. Für mich ist ein Geld gut, wenn es wertstabil ist. Für mich ist ein Geld gut, wenn es viel Privatsphäre hat, wie zum Beispiel Bargeld. Für mich ist ein Geld gut, wenn es begrenzt ist. Das heißt, wenn nicht unendlich viel produziert wird und auch nicht unendlich viel oder wahnsinnig viel im Umlauf ist. Und für mich ist ein Geld auch gut, wenn keine Entität dieses Geld kontrolliert. Es gibt Gelder, die kontrolliert niemand, sondern der Markt bestimmt den Preis. Für mich ist ein Geld gut, wenn es nicht für ungültig erklärt werden kann, wenn mein Guthaben nicht eingefroren oder reduziert werden kann. Und für mich ist ein Geld gut, was ich weltweit problemlos, ohne großen Aufwand nutzen kann. Ich möchte mein Geld ohne Inanspruchnahme eines Dritten, eines Intermediärs einfach ausgeben können, ohne dass ich mich rechtfertigen muss, ohne dass mich jemand hinterher kontrolliert oder zur Rechenschaft versucht zu ziehen. Ich möchte auch ein Geld, was jeder nutzen kann, aber nicht nutzen muss. Das heißt, der Zugang zu diesem Geld sollte offen sein für jeden und jeder sollte aber die Freiheit der Entscheidung haben, ob er dieses Geld benutzen will oder doch lieber ein anderes. Ich bin Tor Alexander und ich helfe dir, dein Vermögen in Sicherheit zu bringen vor Übergriffen des Staates, vor einer Vermögenssteuer und natürlich sicher ins Ausland zu transferieren. Sprich mich einfach auf Telegram an, Auswandern Geld ist die Gruppe oder setz den Daumen hoch und abonniere den Kanal. Also, bis dann. Setze einen Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat. Sende den Link zum Video an Menschen, die auswandern wollen. Komm in unsere Telegram-Gruppe Auswandern Geld. www.t.me/auswandern Geld zusammengeschrieben.